Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Yay! Huhu. Nach den letzten Folgen, wo wir uns ein bisschen über das, oder wo sich über das Update beschwert wurde, verzweifelt wurde, haben wir uns alle wieder ein bisschen beruhigt und machen weiter. Guten Tag. Guten Tag. Ich weiß gar nicht mehr, was ich als letztes getan habe. Dito, ich weiß auch überhaupt gar nichts mehr, alles ist ja nichts Neues. Wir sind hier bei Ark, oder? Machen wir erstmal ein Haus. 15 Folgen, 15.000 Folgen lang. Bin ich nach außen. Ich habe keinen Plan, was ich mache. Ich auch nicht. Nö. Kann es sein, dass unsere Aufnahmen immer damit anfangen? Ja, aber diesmal habe ich wirklich, wirklich überhaupt keine Ahnung, was hier jetzt noch gemacht werden muss. Nein, diesmal ist es anders. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Ja. Vorher tue ich immer nur so, aber jetzt habe ich wirklich keine Ahnung. Ah. Nein. Creepy! Lass mich in Ruhe! Ich glaube, ich gehe in die U-Bahn. Nein! Doch! Alter, wieso ist hier so viel los? Nein, ich möchte nicht. Ich sehe nur Pfeile fliegen. Ich hätte meinen Timer anfangen sollen. Läuft auch mein Timer. Oh, ich habe keinen Timer angemacht. Ah, hier habe ich noch jede Menge Steine. Okay, ich habe schon, ich habe keinen Stein mehr. Du hast einen Timer angemacht, ne? Du hast mich gerade gehört, ja, oder? Ich habe einen Timer an. Gut, ich habe irgendwie vergessen. Lass mich in Ruhe. Wieso haben die Zombies so eine weite Reichweite? Wieso sehen die mich schon, obwohl ich hier am anderen Ende der Welt stehe? Das war schon immer so, meine ich. Die Zombies hatten immer schon ein weites Blickfeld. Wow. Oh, ich hätte gerne ein paar Pfeile. Alter, ich habe mich fast nicht erschrocken gerade. Echt nicht? Das ist ja gut. Es lebt und es ist grün. Ein Popel? Oh. Hallo? Wieso ist er explodiert? Weil er doof ist. Wo ist dein Eifel? Oh, wer kommt denn da angeschissen? Der Popel? Wieso machen die Schwerter so wenig Schaden? Das ist ja richtig asozial hier. Wir brauchen Diamantschwerter, um diesen Krieg zu überleben. Aber nicht nur eins, ey. Ich brauche erstmal ein Brot. Brot. Ich Schwerter! Die... Was ist das? Ich sie bekämpft das Böse mit Brot. Wo krieg ich denn aufs Maul? Alter, halt die Klappe. Jetzt schon wieder scheiße. Oh, was kommt denn hier alles angeschissen? Nein, ich gehe. Lauf, Keks, lauf. Wow. Ja, ich krieg auch schon wieder... Grabschändung, jetzt übers Grab. Ich krieg schon wieder Pfeile an den Kopf. Also, du kannst die Spinne folgt dir, die Spinne kommt! Oh, geh weg! Hast du das Grab schon ausgesucht, ja? Oh, Mann, das ist nervig. Ich find's nicht gut hier. Übrigens, wir haben ja festgestellt, dass die Objekte langsamer ins Bild gleiten, ne? Die Werkzeuge. Drückt einfach Linksklick und es ist direkt drin. Also, ne? Arbeiten. Drücken, bauen, drücken, ich weiß nicht. Aber wieder Schwachsinn und alles ist. Oh ey, ich bin hier völlig out of order. Habe ich diesen Deckenstein noch? Natürlich habe ich diesen Deckenstein nicht. Ich bin hinter dir. Ich lauf dir hinterher. Ich will gerade hinter dir hinterherlaufen. Warte, wir laufen einfach im Kreis. Du setzt bei mir lustige Musik ein. Ah, voll lustig hier gerade. Oh, oh, was ist das denn für ein... Überlegen, wie heilt die denn bitte aus? Guck dir das mal an, das ist ja krank. Es ist mega ätzend geworden. Will nicht mehr. Mm-mm. Ich nehme aber gerade erst 2 Minuten auf. Will trotzdem nicht mehr. Wollen wir nicht mal Starbound spielen oder so? Ja, lass mal was anderes spielen. Ich bin neulich, habe ich irgendwie über hier Life in Woods und so, ne, weiß Bescheid. Und da habe ich auch gedacht, oh, wofür brauchte man denn nochmal Copper? Wofür braucht man Copper? Das ist mir eingefallen, das ist falsches Spiel. Warum ist hier denn ein Loch? Das war ja immer irgendwie verreckt. Ich brauche schon wieder was zu essen, ey, ist doch ätzend.
Ich bin jetzt nur noch damit beschäftigt, hier zu sterben und die Welt wieder glatt zu bügeln. Ja. Aber für mehr habe ich auch im Moment echt keinen Kopf irgendwie. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ich weiß auch nicht. Baut doch einen Keller, so wie ich das 1000 Folgen lang mache. Ich baue mir lieber so einen Bunker, ey, damit ich nicht mehr rauskomme. Ja. Oh, ein Häschen. Lauf nicht weg. Oh, ich möchte mal ein freundliches Lebewesen sehen. Ja. Da, freundliche Lebewesen. Lass mich dich drücken, wie auch immer. Pass auf, das verwandelt sich auch noch in Monster. Wir gehen erstmal selbst. Das sind doch Killerkaninchen und gleich tot um. Ja! Yes. Ist ja so lustig. Aber ich glaube, die können nur weiß sein, also war sie doch schon mal. Ja. Ich geh nie wieder in Höhlen, ne? Das könnt ihr übrigens vergessen mit dieser Action hier. Warum denn? Nein. Wir kommen gar nicht so weit. Wir treten in die Höhle, 20 Creepers spawnen und dann ist so eine Explosion und dann ist vorbei. Da deinstalliert sich Minecraft von selbst. Ja. So, irgendetwas Sinnvolles. Was kann ich denn jetzt Sinnvolles tun? Ich baue den Schnee hier überall ab. Es ist kein Winter mehr. Oh, ich habe aus Versehen. Ich nehme auch den Schild als Schneeschieber. Was? Und eine Schaufel? Ja, habe ich. Und dann machen wir eine Schneeballschlacht. Wir machen hier den Schneeräumdienst, so. Genau. Oh. Klingt ja wieder sehr begeistert. Ihr braucht das Schild. Das Schild ist echt Gold wert. Mit dem Schild kann ich auch nicht, ne? Und so. Davon sterben die Viecher auch nicht schneller. Ja, aber du kannst die blocken. Ja, das will ich ja nicht. Ich will, dass sie tot sind und nicht blocken. Ja. Die sind ja hier nicht, ne, auf Twitter. So. Die Leute nicht blocken, ich will, dass sie sterben. Oh, ein Loch im Boden. Tragisch. Ich suche gerade die Fackeln, was ist? Ich hab's in der Zweithand, in der Schildhand. So. Ah! Nicht verzweifeln. Doch! Was soll man hier denn sonst noch machen? Wir können ja nachher auf Reisen gehen. Zusammen. Nein. Ja! Am besten noch so nachts, ne? Ja, ne? Mal gucken, wie wir weiterkommen. Ich hab keine Schaufel mehr, ich kann nicht mehr Schneemittelräumdienst machen. Ich hab hier noch eine letzte. Aber die ist schon halb tot. Danke! Schaufel ist tot! Ja. Oh, ich habe auch so viel Schnee jetzt, ne? Ich kann ein Iglo bauen, hoch. Boah, ich höre ein scheiß Skelett, das ist ja ernst. Wo ist denn das Vieh? In meiner Kirche! Wieso spawnt das da, das eigentlich hält? Hier ist doch heute Kar-Samstag, heißt es doch offiziell, ne? Ab in die Kirche. Kar-Samstag? Nicht Kar-Samstag, das war Kar-Freitag. Nein, aber es heißt doch auch Kar-Samstag, oder nicht? Heißt das nicht so? Ich habe keinen Blasen. Hab ich noch nie gehört. Echt nicht? Ehrlich bin, habe ich das noch nie gehört. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Ich weiß es nicht. Ich war der Meinung, das würde sogar existieren. Ich will keine Schneebälle mehr aufnehmen. Das Leben ist scheiße. Ohne Schneebälle. Oh, ich hab die nächste Schaufel kaputt gemacht. Oh, jetzt habe ich das da falsch gesetzt. Oh. Ah, du bist doch eigentlich Keksi. Was? Spiel mal lieber Starbound. Ja, finde ich gut. Ja, echt. In der nächsten Folge, liebe Kinder, spielen wir lieber Starbound. Wir bauen uns jetzt einfach ein Raumschiff und dann merkt man den Unterschied gar nicht. Ja, genau. Dann sagen wir einfach, wir sind ins Weltall abgehoben. Das merken genau. Die nie. Es gibt jetzt so eine neue Mod, da kann man das. Genau, das ist so. Das ist Life in the Space. Ja. Life in Starbound. Die Dimensionen haben sich auch einfach mal verändert, ne? Ja, das ist neu. Der technische Fortschritt. Kommen im Jahr 2016. Minecraft jetzt nur noch 2D. Ja, ich habe ja davon von den Steinen nichts mehr. Da noch eins hinkommt. Wir haben voll das spannende Leben. Ich will nie wieder was anderes machen. So, was macht ihr denn? Nur Schneeschippen? Na, ja, so eine Art. Ich hab grad beinahe ein Brot gegessen, wie langweilig.
Boah. Was mache ich jetzt? Du bist voll LW geworden. Ist nur noch Brot. Hier gibt's kein Qualitätsschnee mehr. Hier ist nur noch Brot. Nee, guck mal, ich hab trotzdem noch. Brot. Nee. Oh, mein Schnee ist gleich alle. Ich hab nur noch ein Stack. Ich jetzt auch nur noch. Alle. Das war's. Boah, im Moment auch noch so einfach. So, ich hab jetzt auch keine Schaufel mehr und. Ja, das war's mit dem Let's Play, ne? Ich will diese Skelette jetzt töten. Ich werde es schaffen, nicht. Das ist in der Kirche, ne? Ja, wo bist du, kleine Ecke? Ist es weg? Nein, es ist da. Oh. Er stand in der Ecke und hat sich geschehen. Oh! Du hast so schöne Geräusche, ich will gar nicht wissen, was oben ist. Oh, nichts. Wow. Oh, ich hab mich schon gefreut. Das hab ich noch nie gesehen. Sag mal, was macht ihr denn so an Ostern? Gar nichts. Nö. Ich hab dieses. Wir haben dieses Jahr extra was zum Eierfärben gekauft und ich hab's nicht getan. Bin ich nicht schlecht. Ich auch noch nicht gemacht. Vielleicht schaffe ich das noch morgen oder ja, so. Ja, ich hoffe auch. Obwohl ich das nicht glaube, weil morgen ist dann halt volles Haus und so. Mal gucken. Voll Haus, seid ihr wieder am Pokern? Nein, hä? Ostern, na. Feiertag, Besuch. Weiß. Außerdem haben wir schon lange nicht mehr gepokert. Wir spielen immer alles Mögliche. Alles Mögliche, das Spiel kenne ich nicht. Ja. Oh. Ich weiß, einmal haben wir auch sowas wie Siedler oder sowas gespielt, oder wie man das nennt. Irgendwie sowas. Risiko. Nee. Nee. Oh, ich habe zwei Schneebälle aufgesammelt. Oh, mein Leben hatte kurzzeitig wieder einen Sinn. Ich hab Hunger. Ich hab noch ein Brot, ich müsste mir mal welches holen. Jetzt muss ich hab Kartoffeln weiter. Hoch, jetzt habe ich sie alle weggeworfen. Das Kartoffeln. Willst du Kartoffeln kaufen? Ich bin nicht durch den Wald, aber ich muss durch den Wald. So, was mache ich jetzt? Ich muss mir jetzt irgendwas Sinnvolles. Hier wohnt Hoppy Psycholo. Hoppy Hopsen. Leis? Ah, eigentlich. Keine Ahnung. Schmied Luca. So, ich bleibe für immer in meinem Bauernhof. Den habe ich mühsam aufgebaut und hier stehen eigentlich noch Kisten rum, die nicht hingehören, aber ist mir alles egal. Ich wohne jetzt hier. Für immer. Für immer und ewig. Genau. Hier habe ich Essen, hier habe ich ein Bett und ein Bücherregal. Oh, ich kann gucken, ob das Essen oben fertig ist. Da habe ich eine Aufgabe. Dann mache ich was total Sinnvolles. Dem Essen beim Braten zugucken. Oder beim Wachsen. Als Kind habe ich immer vor dem Ofen gesessen, weil ich das ganz toll fand. Das hat verändert. Süß. War immer ganz putzig. Und dann dieses Licht da drin, also, oh, ich war so das Kind dann, ne? Boah, das Licht brät jetzt das Essen. Die Wärme, das Licht. Bis ich dann auf war aber, glaube ich, jeder von uns. Und dachte, okay, es ist nicht das Licht, es ist wirklich Hitze oder wie auch immer. Der Herd und nicht das Licht. Das Licht warnt nur, man sollte nicht anfassen. Ja, darauf habe ich ja nicht gehört. Dann war das so, da war ich noch so klein und dann so an der Küchentheke hochziehen, das war dann aber der Herd und dann, oh, was gibt's denn da oben? Fast auf die Herdplatte. Ah! Oh. Das war bestimmt schmerzvoll. Ja. Aber du hast es überlebt. Ja, schwer, aber, ne? Hier ist fast gar nichts fertig, das deprimiert mich. Achso, du bist auch hier. Jetzt ist das nicht. Ach, oh, Mann. Ich nehme das Zuckerrohrzeug. Ich nerv jedes Mal dieser Turm ohne Dach da hinten, wenn ich hier oben bin. Ja. Kannst du ja zu Ende bauen, wenn du Lust hast. Ich würde die Welt nicht weiterladen. Nein, ich habe kein Holz mehr. Was gibt's denn hier so? Jetzt was Spannendes craften, ich weiß nicht was. Was ist denn das? Oh, Schneebälle! Ich habe Schneebälle gefunden! Schneebälle! Ich
nur Eichenholz. Ich habe kein Fichtenholz. Hat irgendwer Fichtenholz? Ich habe Schnee. Ach, ich habe doch Fichtenholz. Entschuldigung. Wo bist du? Wo bist du? Ach, boah. Wow. Ey. Krieg. Krieg. Ich habe hier, warte, hier. Krieg. Krieg Schui, bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer Schnee. So. Oh, nee, bleibt. Puh, ich bin gefallen. Tragisch. Oh Gott, gleich wird's Nacht. Nein! Wollen wir nicht über Fußball gucken gehen oder so? Komm, wir craften uns eine Couch und einen Fernseher oder gucken wir gleich das Letter. Ja! Das ist eine Idee. Das ist doch mal gut. Und dann, ja, craften wir uns noch ein Bier und ein, was ist man dazu? Chips oder so und dann. Die Idee finde ich voll gut. Vielleicht noch ein Fußballtrick oder so und dann sind wir ausgestattet. Oh, hier voll die fette Haltestelle im Keller. Ups. Ja, für die zahlreichen Besucher, die wir hier dann jeden Tag im Empfang nehmen, ne? Natürlich. Kennt mich doch, ich bin am übertreiben. Damit die den Turm ohne Dach angucken können. Die kommen extra dafür her. Ja, das ist so wie der Berliner Flughafen oder 21, so ein Tourismus, weißt du? Nicht fertig gebaut und irgendwelche technischen Mängel da, dann gucken sich die Leute das an. Ich gehe jetzt in mein Zimmer. So. Wir teilen mir selbst Hausarrest. Ich hab so viele Kisten. Huch. Da habe ich denn hier so viel Gedöns drin? Oh, eine Kiste mit Schneebällen. Ich bin so gut, das ist definitiv mein Zimmer. Wow. Wo ist Rindfleisch? Wieso habe ich das hier? Da habe ich mir wahrscheinlich nur mal alles schon abgelegt. Oh, ich habe ja voll Pfeile. So einen verzauberten Bogen, was ich alles habe. Nur kein Leben. Oh. Ich habe alles, nur kein Leben. Wow. Wo ist eigentlich mein Hund? Ach, der sitzt doch unten in seiner Hundehütte. Meiner sitzt am Strand. Oh, der ist gut. Ja. Wo will ich auch gerne sitzen. Ja, mein Hühnchen. Wo willst du hin? Du gehst nicht raus, du hast Ausgehverbot. Hausarrest. Hausarrest. Bleib ja hier. Hier, freunde dich mit Dennis an. Kann ich Hühnchen auch einen Namen geben? Haben wir noch ein Namensschild? Natürlich. Wenn wir Namensschilder haben, dann geht das. Und ich glaube, die kann man aber nur finden in Höhlen. Oh, noch ein Baby. Ich habe unsere Eier kaputt gemacht. Ein Hühnchen. Guck mal, es läuft gleich zu seiner Mama. Man kann es nicht benennen. Oh, es hat ein Ei getroffen. Es ist zu Dennis gelaufen. Oh, guck mal, wie süß. Man kann die nicht benennen, das finde ich sehr traurig. Ja, doch, man muss das erst noch, der Schmiede machen. Du musst an der Schmiede erstmal das Namensschild verzaubern. Boah, wieso das? Wie nervig ist das denn? Das hast du mir letztes Mal sogar erklärt, als ich gefragt habe, wie das geht. Das kann gar nicht sein. Doch. Das hätte ich mir gemerkt. Das hast du, glaube ich, gegoogelt. Ich gar nicht. So. Jetzt habe ich wieder kein Leben mehr, keinen Sinn. Es ist Nacht. Ich möchte jetzt nicht sterben. Ich bin zu jung zum Sterben. Ich bin zu alt zum Sterben. Oh Gott, erstmal die Treppe runterfallen. Siehst du, so fängt's an. Oh, ich wollte mir eine. So fängt's. So, ich wollte mir eine Schaufel machen. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Du, 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 du. Kraft das mit dem Namensschild nicht. Kann ich mir selbst. Legst du es in die Schmiede? Legst du, glaube ich, noch Eisen dazu? Ich weiß nicht, ob du Eisen brauchst oder Lapis. Dann gibst du da den Namen ein und dann wird das geschmiedet. Also aus den Amboss nicht. Macht ja gar keinen Sinn irgendwie. Doch, das ergibt irgendwie schon Sinn. Nee, wie das Hühnchen dem anderen Hühnchen daherläuft, ist ja süß. Habe ich noch nie gesehen. Aber das macht irgendwie alles gar nichts. Du musst das, glaube ich, wie Schwerter machen. Wie wenn du Schwerter umbenennst, aber ich weiß nicht mehr, wie man das macht. Oh, das weiß ich auch nicht. Ja, kein Name für den Huhn. Für den Huhn. Den Huhn, ey. Den Huhn. Den Huhn. So, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Komm mal hoch. Soll irgendwie gehen. Guck mal aus dem Fenster. Guck, ob ich was sehe. Es ist ja Nacht. Druckplatten klingen auch anders. Nachdem ich den Spielsound ein bisschen lauter gemacht habe, oh mein Gott, alles auch. Ich habe mich voll erschrocken.
Natürlich, Creeper machen heutzutage die Tür auf, Keks. Wusstest du das? Hä, was? Ich bin draußen. Achso, ich dachte, du hättest dich von mir erschreckt, weil ich gerade reingekommen war. Nein. Ich bin in der Wildnis. Wieso das Tierchen denn heißen, Keksi? Steffi. Das Hühnchen. Keine Ahnung, ich wollte es nur testen. Das soll keine Ahnung heißen. Hilfe, ich habe mein Schwert gerade weggepackt. Geh weg. Du, Ausgeburt der Hölle. Auf das Schwert. Mein Schwert ist kaputt gegangen. Du, Ausgeburt der Hölle. Stirb. Wo ist das Hühnchen? Alle in Ruhe, weiß ich nicht. Weg. Welches, das große oder das kleine? Hilfe, 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 Hilfe. Geh nicht in die Richtung, geh nicht in die Richtung. Steffi, das große oder das kleine Hühnchen? Keine Ahnung. Was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? Spinne! Yes. Namen geht. Ja, Günther. Günther. Boah, voll geschlachtet. Ich muss erstmal kurz was essen, ey. ich muss was essen. Ey, erstmal essen. Er haut keine Ahnung erstmal ab. Er haut keine Ahnung erstmal ab? Ja, wenn du vom Essen redest. Aha. Verdammt, ich habe eine Fackel gesetzt in den Tunnel, wo ich immer runterrutsche. Sicher, dass du dahin willst? Eigentlich nicht so. Gut. Oh, Tommy. Hallo. Boah. Oh. Ich wollte gerade den Hund angreifen, weil ich dachte, ah! Erstmal den Hund töten. Nicht Lassie. Lassie. Oder so. Keinen Namen. Nö. Namenloser Hund. Ich hab gerade Zombie gehört oder so. Sich wehgetan hat. Ich will nicht survivalen, danke. Ich geh noch. Nicht? Nö, irgendwie. Ich weiß wirklich nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Ich auch nicht. Jetzt hast du auch erstmal Zeit, weil es ist Folgenende. Oh Gott, ich bin hier mitten irgendwo im Nirgendwo. Ich gehe irgendwo rein. In mein Grab. Danke. Oh Gott, ein Zombie. Hau ab. Oh Gott, ich kann nicht mehr rennen. Müsst ihr was essen? Sehen. Jetzt steht er vor deiner Tür und ich komme nicht rein. Sagt mir, wenn ihr fertig seid, ne? Ja. Dass ich abmoderieren jetzt. Kann. So. Alle drin? Alle drin. Okay. Dankeschön. Ist hier unten was? Ich glaube nicht. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge Minecraft wieder dabei. Und ja, Daumen hoch und schreibt in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Tschüss. Tschüss.